Hey, ich bin Laura und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Die Balkonsaison hat wieder gestartet und damit wir auch bereit für den Sommer sind, habe ich für euch hier wieder schöne Ideen zusammengefasst. Ich hoffe, es gefällt euch und ihr macht was davon nach. Als erstes machen wir ein Pflanzenregal. Dafür habe ich mir diese drei Kisten geholt und habe sie angemalt, sowie vier Leisten à 90 cm. Auch diese habe ich natürlich angemalt und zwar erst mit einer Farbrolle und später hatte ich dann noch so einen Schutzlack, da ich das hier draußen stehen lassen möchte, den ich da ebenfalls drüber gestrichen habe. Danach wurden die Leisten auf den Kisten positioniert und die Leisten wurden an den drei Kisten mit je vier Schrauben angeschraubt. Auf der einen Seite, sodass am Ende 12 Schrauben rauskamen. Danach wurde das Ganze gedreht und auch auf der anderen Seite die gleiche Anzahl an Schrauben verarbeitet. Damit haben wir schon den größten Teil fertig. Ich habe die Kisten dann noch mit Teichfolie ausgefüllt und habe anschließend meine vielen verschiedenen Balkonpflanzen genommen und diese da reingegeben. Ihr könnt die entweder direkt einpflanzen oder im Topf lassen. Und so habt ihr ein sehr einfaches Pflanzenregal, das auch noch platzsparend ist, also sich super für Balkone eignet, die eher kleiner sind und wo ihr trotzdem viele schöne Blumen oder vielleicht auch Kräuter unterbringen könnt. Als nächstes machen wir uns einen Kräuterturm. Dafür habe ich diese verschiedenen Terrakotta-Töpfe besorgt. Der größte hatte einen Durchmesser von 35 cm und in den kommt ein kleinerer Topf im Durchmesser von 20 cm. Danach wird das mit Erde aufgefüllt und obendrauf wird ein 25 cm großer Topf gesetzt und in diesen wird ein 15 cm großer Topf eingesetzt. Auch hier kommt natürlich wieder Erde in die Töpfe und dann ganz zum Schluss hatte ich noch einen 16 cm Topf, in den nichts mehr eingesetzt wird. Und anschließend habe ich dann versucht, die Kräuter so ein bisschen zu sortieren, so nach ihren Bedürfnissen, was sie brauchen. Und habe dann das Ganze eingepflanzt. So leicht macht ihr euch einen Kräutertopf, auch hier wieder eine super platzsparende Idee. Für mein nächstes DIY habe ich Zitronella-Kerzen gemacht und zwar aus echten Zitronen. Dafür habe ich als erstes eine Zitrone halbiert und das Fruchtfleisch entfernt. Dabei ist es wichtig, wirklich komplett alles daraus zu entfernen, damit es nicht später irgendwie schimmelt. Also nur die Schale dabei noch übrig bleibt. Das könnt ihr leicht abziehen. Und am Ende könnt ihr es auch noch ein bisschen trocknen, damit es eben nicht zu feucht ist. Danach habe ich mir ein Teelicht genommen, dort den Docht entfernt und anschließend dieses mit weiteren Teelichtkerzen einfach in ein Wasserbad geschmolzen. Dann kam Zitronellaöl dazu, das ist ganz wichtig. Und nun konnte ich Dochte, die ich ja schon vom Teelicht entfernt habe, in meine Zitronen wieder einsetzen. Das hat nicht nur einen dekorativen Effekt, das Zitronellaöl hat auch gleichzeitig einen Effekt gegen Mücken. Das ist nämlich ein Geruch, den sie überhaupt nicht gern mögen. Und deswegen, wenn ihr an lauen Sommernächten vielleicht auf dem Balkon, auf der Terrasse oder im Garten sitzt, könnt ihr die anzünden und die Mücken bleiben euch auch noch fern. Also ich finde, das ist doch eine doppelte Begründung, warum ihr diese unbedingt nachmachen solltet. Für das nächste DIY schneiden uns zwei Holzleisten auf 125 cm Länge sowie 9 Leisten auf je 60 cm Länge. Mit dem Flächenschleifer könnt ihr die Enden der Leisten abschleifen, um euch später keinen Splitter zuzuziehen. Als nächstes wurden in die langen Leisten mit Abstand von je 13 cm Löcher vorgebohrt. Und auch bei den kürzeren Leisten müsst ihr je am Ende bei ungefähr 5 cm mittig Löcher einbohren. Nun können die Querleisten auf die längeren Leisten gelegt werden, sodass sich eine Leiter bildet. In die vorgebohrten Löcher werden nun insgesamt 18 Schrauben geschraubt. Da die Leiter draußen steht, wird diese zum Schluss noch mit 2 bis 3 Schichten Holzlasur für draußen bestrichen. Es bleibt euch natürlich überlassen, ob ihr sie farblos wählt oder mit einem Farbton, zum Beispiel Eiche. Natürlich könnt ihr auch die Leiter vorher bunt streichen und dann eine farblose Holzlasur auftragen. Zum Schluss habe ich noch diese kleinen Hängetöpfe besorgt und sie an meine Leiter angehangen und jetzt stellt ihr da nur noch Blumentöpfe rein und dann seid ihr auch schon fertig mit eurer Pflanzenleiter. Für mein nächstes Projekt habe ich mir so einen Holzstab genommen, so einen Rundholzstab und habe als erstes ein Loch dort eingebohrt.
Außerdem habe ich mir eine Konservendose genommen. In dem Fall war das für Truthahnfleisch. Es geht aber auch theoretisch mit einer Thunfischdose. Auch dort habe ich in den Boden ein Loch gebohrt und anschließend das Ganze angesprüht. Theoretisch könntet ihr es auch so lassen, wenn ihr diesen Metallic-Effekt mögt, aber ich wollte es lieber ansprühen. Und dann wird einfach mit einer Schraube diese Dose auf den Holzstab angeschraubt. Zum Schluss könnt ihr jetzt ein Teelicht dort reinstellen. Ich habe hier so ein LED-Teelicht, ihr könnt aber auch eins mit einer echten Kerze verwenden. Und wie gesagt, je nachdem, welchen Umfang euer Teelicht hat, braucht ihr eben eine größere oder eine kleinere Dosenform. Perfekt für laue Sommernächte. Für dieses DIY habe ich ebenfalls die Knacklichtkisten verwendet, allerdings die größere Ausführung davon. Natürlich geht hier aber auch jede andere Holzkiste. Auch hier habe ich als erstes die beiden Kisten am Boden mit Schrauben miteinander verbunden. Auch hier habe ich natürlich vorgebohrt. Und zusätzlich habe ich mir diese Rollen besorgt, die ich euch unten auch verlinkt habe. Und die habe ich an den Ecken der zusammengeschraubten Kisten angebracht. Ihr könnt auch Möbelfüße nehmen, aber ich fand die Rollen hier einfach praktischer. Und so könnt ihr sehr schnell einen kleinen Tisch für euren Balkon bauen. Finde ich wirklich sehr praktisch. Aber das DIY ist wirklich super einfach und schnell gemacht. Als erstes habe ich mir eine alte Konservendose genommen und diese mit Acrylfarbe, in dem Fall war das gelbe Farbe, angemalt. Danach habe ich mir einen Holzklotz sowie einen Nagel genommen und insgesamt 7 Löcher in diese Dose eingehämmert. Und zwar einmal von der Seite ein und von der anderen Seite 6 Löcher. Danach kamen ein Knopf in Gelb und etwas schwarze Wolle zusammen, die ich so aufgefädelt habe und anschließend in die einzelnen Löcher da die angeknotet habe. Das habe ich natürlich mit allen 6 gemacht. Danach hatte ich mir einen schwarzen Marker genommen, habe da drauf so typische schwarze Streifen aufgemalt. Ihr könnt wahrscheinlich schon langsam erkennen, was es wird. Und natürlich braucht es auch noch ein Gesicht. Vorher habe ich aber noch durch das einzelne Loch oben etwas Jutegarn gefädelt, damit ich es aufhängen kann. Ganz wichtig, hier den Knoten nicht vergessen, denn sonst kann es ja durchrutschen. Dann kommen noch 2 Kronkorken dazu. Dort habe ich ebenfalls mit einem schwarzen Marker 2 Punkte aufgemalt, habe die dann aufgeklebt. Und auch noch einen kleinen süßen Mund unten unterhalb der Augen aufgezeichnet, ebenfalls mit einem schwarzen Marker. Ihr seht also schon, es wird eine kleine Biene. Ich brauchte jetzt noch aus einer alten Plastikflasche etwas, was ich für die Flügel verwenden kann. Die habe ich mir dann so ausgeschnitten und dann habe ich das oberhalb angeklebt. Ich habe es mit Heißkleber gemacht, das heißt, das Plastik wird etwas auch schmelzen. Seid da also schnell, ihr könnt es danach nur schwierig wieder abmachen, aber es sieht dann nicht weniger schön aus. Jetzt fehlen nur noch die Fühler vorne, die habe ich ebenfalls mit Jutegarn angebracht. Und theoretisch könnt ihr jetzt die so lassen, dieses kleine Bienchen, und es einfach so aufhängen. Oder ihr nehmt euch diese Nisthülsen und könnt die hinten reinstecken und so es als ein kleines Insektenhotel verwenden. Und so habt ihr eben 2 Möglichkeiten, entweder es als Insektenhotel oder einfach so als Deko zu verwenden. Finde ich, ist auch eine schöne Idee, die man mit Kindern basteln kann und ist wirklich aus ganz vielen Resten gemacht und damit ein echt tolles Upcycling-Projekt. Für mein Kräuterregal müsst ihr als erstes ein Brett einspannen, das eine Breite von 20 cm hat und es sollte auf eine Länge von 60 cm gesägt werden. Damit ihr euch nicht an scharfen Kanten oder Holzsplittern verletzt, ist es unbedingt wichtig, danach das Holz auch zu schleifen, habe ich diesen Holzspiralbohrer genommen. Der hatte einen Durchmesser von 12 mm und ich habe an allen 4 Ecken je ein Loch eingebohrt mit einem Abstand von je 23 mm zur kurzen und langen Seite.
Für die großen Löcher mit einem Durchmesser von 120 mm konnte ich die verstellbare Lochsäge nutzen. Die Löcher habe ich dann im Abstand von je 6 cm gesägt und zur langen Seite waren sie je 4 cm entfernt. Jetzt sind wir erstmal mit den Brettern soweit fertig. Damit das Holz etwas rustikaler und älter aussieht, habe ich es mit Kaffee gefärbt. Dafür habe ich 5 Esslöffel Kaffeepulver verwendet und es mit 500 ml kochendem Wasser aufgekocht. Die Mischung muss jetzt komplett auskühlen. Danach könnt ihr eine Unterlage schon mal bereitlegen und die Bretter darauf legen. Und jetzt müsst ihr sie mit der Mischung großzügig einstreichen. Ihr könnt auch gern Kaffeesatz auf den Brettern verteilen. An diesen Stellen wird die Färbung nämlich noch intensiver. Lasst das Holz komplett trocknen und verteilt den Kaffeesatz dann auch noch auf der anderen Seite. Und sollte euch die Färbung dann noch nicht intensiv genug sein, könnt ihr einfach erneut eine Schicht darauf geben und das wieder trocknen lassen. Das könnt ihr beliebig oft wiederholen. Jetzt muss noch der restliche Kaffeesatz, wenn es komplett durchgetrocknet ist, mit dem Handfeger oder einer anderen Bürste abgebürstet werden. Und jetzt fehlen natürlich noch die Kräuter. Dafür habe ich meine noch in Terrakotta-Töpfe umgetopft. Ihr könnt aber auch andere verwenden. Wichtig ist, dass der Topf einen Durchmesser von maximal 11 cm hat und es eine Möglichkeit gibt, dass das Wasser abfließen kann, damit sich keine Staunässe bildet. Wenn das auch erledigt ist, müssen wir jetzt nur noch das Seil durch die Löcher fädeln. Pro Ecke habe ich ein ungefähr 110 cm langes Seil verwendet. Ihr verknotet das Ende des Seils als erstes, fädelt es dann durch eins der Löcher des ersten Bretts und verknotet es dann nach 30 cm erneut. Dann fädelt ihr es durch das Loch des zweiten Bretts, das später über dem ersten hängen soll. Das wiederholt ihr natürlich auch an den anderen Ecken. Und jetzt habt ihr es auch schon geschafft. Es werden jetzt nur noch die Pflanzentöpfe eingesetzt und euer Kräuterregal ist fertig. Ich liebe das Ergebnis wirklich sehr, sehr doll. Und wenn ihr das Regal draußen hängen lassen möchtet, müsst ihr das Holz zusätzlich mit einem matten Klarlack einstreichen, damit es geschützt ist. Innen müsst ihr das nicht tun. Natürlich könnt ihr auch andere Pflanzen für die Töpfe nutzen. Also es müssen nicht unbedingt Kräuter sein. Schöne Blumen oder Zimmerpflanzen gehen natürlich genauso gut. Das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem, wenn ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!